geht YouTube? Euer YouTube ist wieder back am Start. Hier freue ich mich mit einer weiteren Folge 5M auf meinem motherfucking Channel. War lange her, jetzt sind wir aber wieder da. In Rot, mit Brot, auf Schoß, auf Klo. So, ein Ferrero-Küsschen für dich, wenn du jetzt den Channel abonnierst. Wenn du nicht abonnierst, kriegst du trotzdem eins, weil ich so korrekt bin. Ich habe den lieben Kanel angehittet, ne? Hab den angeschrieben, den Jungen. Da. Moinsen, hast du vielleicht eine Serverempfehlung für mich? Er meinte zu mir, Niederbach Roleplay. Ich hab den Namen gehört, dachte mir so, what the fuck ist das für ein Name? 9 Leute drauf, Digga. Das hat mir nicht, die haben einen Whitelist-Warteraum jetzt. Nee, ne? Das ist jetzt ein bisschen kacke irgendwie. Ich würde dann sagen, na, abwarten und Chai trinken an der Stelle, ne? Kann man ja nichts machen. Ja, wenn wir schon dabei sind, joint gerne auf den Risokuni-Discord rein, ne? Kann man hier nice Sachen machen, kann sich hier mit den Leuten unterhalten, kann so gegenseitig GIFs schicken, sowas hier zum Beispiel. Ich weiß nicht, ich finde das geil. Wenn man hier jetzt so langsam mal auf den Service kommen könnte, ne? Ja, Brü, das kann sein, dass man Whitelist machen muss, aber an sich geht das schnell und ja, da muss halt nur irgendein Schwanz kommen. Ich halt das nicht mehr aus, Bruder. Potsnil, rette mich. Ja, Bruder, schick mir mal die IP vom Server. Ich finde den nicht in meiner Liste. 1V einfach, 1V zusammengeschrieben. Spielen, so. Spielen. Ich glaube, ich war schon mal auf dem Server. Könnt mich alle drei hören, ja? Ja, klar und deutlich. Wunderbar. Was ich gemacht habe, aber ich habe meine Ohren kaputt gemacht und wieder ganz gemacht. Ich kann mich jetzt jeder gut verstehen. Ich kann euch verstehen. Wunderbar. Wunderbärchen. Dann stelle ich mir, gehört ihr drei zusammen oder war das Zufall, dass ihr quasi mit dem gleichen Flieger gekommen seid? Das war Zufall. Wir also, gehören zusammen, aber genau. Wir sind kein Dreierpack. Genau, also ich bin dann der Solo, ne? Sagt man dann so. Okay, du warst schon im gleichen Flieger zufällig. Wunderbar. Ja, genau. Ja. Ich bin Tobi McLaren. McLaren, ey, ist das ein goofyes Name. Und bin mit meiner Verlobten zusammen eingereist. Ich bin die Verlobte hier mitgebracht, ne? Studiere, bevor ich. Sie schrei gar nicht. Die sitzen nebeneinander, wie cringe. Cringe. Auf einer anderen Insel. Wie cringe. Scheiße. Doch jetzt kommen wir erstmal zum heutigen Sponsor des Videos, HelloFresh. Für diejenigen, die HelloFresh nicht kennen, HelloFresh ist die wöchentliche Lösung für eine gut ausgewogene und leckere Ernährung, bei der ihr selber praktisch fast nichts außer Kochen tun müsst. Und ja, ich weiß, bei manchen scheitert es da schon, aber dank HelloFreshs teils sehr einfachen Rezepten und des Fakts, dass HelloFresh alles in perfekter Mengenangabe zu euch sendet, könnte das sogar meine 4-jährige Cousine kochen. Es ist extrem bequem zuzubereiten, dank der Step-by-Step-Anleitung, die zu jeder Mahlzeit dazugesendet wird und schmeckt auch noch echt lecker. Jeder weiß, dass Einkaufen nervt und da HelloFresh dich selbst entscheiden lässt, wie viel oder wenig du von ihnen haben willst, kannst du hiermit das Einkaufen komplett aus deinen Daily Tasks streichen und dir einfach bequem das kochen, was bis an deine Haustür geliefert wird. Naja, und wäre ich überhaupt Risokuni, wenn ich euch nicht was Nices geklärt hätte? Tch. Was extrem nice ist, ist, dass HelloFresh so nett ist und jedem von euch, der über meinen Tracking-Link etwas bestellt, ein ganzes Jahr lang ein Dessert oder ein Snack gratis zu jeder Box dazu gibt. Komplett gratis. Und dazu kriegt ihr über meinen Link noch bis zu 120 Euro Rabatt. Was mache ich jetzt? Soll ich mit Maske reingehen? Ja, ist normal. Also jetzt werden die dich eh abfacken. Bitte mit meiner Maske aufziehen. Moinsen, können Sie mich vielleicht kurz verarzten, die Dame? Erstmal die Maske abnehmen. Hier im Krankenhaus ist ein Maskenverbot. Das geht leider nicht, weil ich eine Operation hatte und die Maske ist... gerade ohne Maske vor der Tür, also das geht sehr wohl. Nee, ich glaube, das war ein Anzeigefehler dann. Also, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich glaube, Sie haben verschwommen gesehen. Nee, tatsächlich nicht. Daher aber hier herrscht ein Maskenverbot und wenn Sie die Maske nicht abnehmen, dann dürfen wir Sie auch nicht behandeln. Aber ich habe doch eine Verletzung am Bein. Ja, deswegen müssten Sie trotzdem die Maske abnehmen. Sie befinden sich hier in dem Medical Department. Wenn ich mich nicht täusche, dann hat der Herr da hinten auch eine Maske an. Ja, aber der wurde auch gerade nicht behandelt. Der ist nur hier, weil er Schutz sucht. Achso, okay. Ja, dann bleibe ich hier auch, weil ich Schutz suche. Also, du musst auch trotzdem die Maske abnehmen. Der Herr ist ja nicht voll maskiert. Ich bleib dann einfach bei hier, ne? Ich will trotzdem die Maske abnehmen. Mach mal E/E-Smoke-Weed. Brauch mal eine Kräuterlunde jetzt. Der Herr? Ja, die Dame? Ja. Bei allem Respekt, aber im Gebäude herrscht Rauchverbot. Da müssten Sie aber bitte vor die Tür gehen, damit Sie rauchen möchten. Mach so. Sorry, aber das krass ist zu stark. Oh, Scheiße, Alter. Ja, warte, ich geh mal nach draußen. Das war so nett, Dankeschön. Oh my God. Wele, wie tot ist dieser Mechaniker? Es ist hier niemand. Oh, vielleicht ist ein Event. Guck mal auf dem Discord schnell. Auf dem Discord von 1V. Ob da was ist? Ja. Ob die eine Ankündigung gemacht haben für ein Event oder so. Nee, haben die nicht. Was ist hier los, Mann? Wo sind die ganzen Magiers? Wo sind die, ja? Kannst du mir mal sagen, was hier los ist? Wo sind denn die ganzen Menschen hin? Beim Boxkampf, denke ich mal. Ach, wo ist denn der? Bei der Tequila-Laba. Okay, danke schön. Boah, du musst dich aber beeilen, das wurde vorhin schon angekündigt. Wir müssen schnell zum Boxkampf, Jungs. Oh, das könnte so geil werden jetzt. Oh mein Gott. Wenn da richtig viele Leute sind, kann ich alle überfahren. Oh nee, ne?
Oh, scheiße, aber da rein. Wie viele Leute? Wollen Sie die halt? Ist alles gut bei Ihnen? Ja, ich wollte nur sagen, dass wir jetzt einen Boxkampf machen wollten, dass alle nochmal runtergehen. Ja, dann gehen wir alle runter. Dann lass mal los, ey. Können wir uns jetzt endlich auf die Fresse hauen, Alter. Geil, Alter. Ja, seid ihr schon gespannt auf den Boxkampf? Boah, nein, Bruder, wie geil. Entschuldigung, ne? Darf jeder heute hier kämpfen? Wenn du dich eingetragen hast, dann ja. Ich glaube, ich trage mich ein, wenn die Dame hier rechts der Preis ist. Nee, aber ein geiles Auto, Alter. Ja gut, das ist auch gut, aber ich würde ja schon lieber die geile Dame haben, ne? Aber die ist nicht. Und die ist schon vergeben, oder wie? Ja. An sie? Nee. Achso, okay. Ja, an wen denn? Hier, an den Boxer hier. Der Herr hier? Der Nackte? Richtig, genau. Ah, okay, dann schön zu wissen. Ja, schöne Dame haben sie da, ne? Danke, danke. Ja, auf jeden Fall. Bruder, die kämpfen jetzt hier. Als erstes kämpfen Markus Marx und Enrico Salvatore. Mach ihn fertig, Digga! Okay, 3, 2, 1, kämpf! Los, auf geht's! Los, Markus! Oh, mal richtig drauf, da! Fick ihn in den Arsch! Los, Markus, fick ihn! Markus, lutsch ihm seinen Tanz! Let's go, Markus, lutsch ihm schön ein! Markus, du blickst ihm richtig gut ein! Gib nicht auf, Markus! Nice, Mann, Alter, du hast ihm richtig schön ein lutscht! Habt ihr gesehen, wie der dem einen gelutscht hat, Alter? War komplett krass. Hä? Was ist denn dein Problem? Oh, Alter, ist alles okay bei dir? Ey, hast du den Kopf geschossen, Alter? Ey, Markus, du bist ein Top-Blicker, Alter, wirklich. Ich muss irgendjemanden provozieren irgendwie, aber wie? Ja, also ich weiß ja nicht, aber ich habe irgendwie ein Augenproblem gerade mit der Chefin hier. Ja, jeder, außer ich. Das ist ein guter Witz gewesen mit dem Schönsein. Alter, was ist bei dir los, du Vollidiot? Der soll mal chillen, Alter. Du nennst mich Vollidiot-Vogel, Alter. Vollidiot, Digga. Schubst dir einfach Leute rum. So laut, halt deine Schnauzen, geh weiter. Hä? Ich war nicht mal am Gehen, du Vollidiot. Alter, wir wollen ja ein vernünftiges Event. Ja, eben, normal. Also, er soll mal seine Fresse halten. Das ist ein Vollidiot, ey. Ey, Digga, du hältst ja seine Fresse. Komm, wir machen das wie früher, ey. Einer geht auf die Seite und der andere geht auf die Seite, Alter. Ja, der Typ mit der hässlichen Mütze kann auf die andere Seite. Was? Wie mir, ne? Ich meine nicht dich, Alter. Ich meine den Typen da hinten mit dem komischen Tupé oder was auch immer das ist. Ja, schöne Pegaras, aber. Ja, danke. War ein Spaß. Ja, ich weiß nicht, was du mir da Besenstiel abgerissen und den Wischmopp auf den Kopf geklatscht hast, oder? Wenigstens sehe ich nicht aus wie ein pinkes Kondom. Ja, okay. Ja, genau. Warum hat auf jeden Fall noch so eine Spitze auf dem Kopf? Ja, der hat doch so einen schönen, so einen kleinen, so einen Sperrbeutel da oben. Ey, du mit der Mütze, Alter. Kriegst gleich so eins von mir aufs Maul, Alter. Ey, du mit der Mütze. Komm mal mit zur Seite. Kämpfst du? Ja? Ja, ich will auch kämpfen. Ich will dir auf die Fresse hauen. Ja, dann mach das. Ja, okay. Was kommst du zu mir, Mann? Halt mal deine Fresse, Alter. Was bist du frech? Halt die Fresse, Junge. Kleiner frecher Hund, Digga. Fresse. Kleiner frecher Kelb. Mal rausgehen. Ja, komm. Danach, okay? Schau mir nur kurz das Auto danach. Schau mal, komm. Ja, Blu! Boah, Blu, du bist so gut, Digga. Blu, du bist so gut im Blasen. Blas mehr. Boah, Randy, du kriegst richtig gut einen Blasen gerade. Digga, Randy, was bist du dem so ein? Randy, was bist du für ein Taschenblitzer? Ey, mach mal einer die dumme Bitch aus dem Ring. Alter, was? Gehst du jetzt bitte raus, hier? Du verlässt bitte die Bar. Ich hab gar nichts gesagt, ey. Was ist dein Problem? Ich hab gar nichts gesagt. Du sollst die Bar verlassen. Ich hab doch gar nichts gesagt, Alter. Was willst du von mir? Okay, jetzt bis 3. Ich bin der Besitzer. Ich hab gar nichts gesagt, Alter. Du sollst die Bar verlassen. Warum sollte ich? Weil ich der Besitzer bin und ich möchte, dass du die Bar verlässt. Warum bist du so ein Armleuchter, Alter? Wieso muss ich dir jetzt raus? Was ist euer Problem? Ich hab doch gar nichts gesagt, Alter. Du sollst einfach raus. Ja, okay, dann verpiss ich mich, Alter. Ja, scheiß drauf, Alter. Jetzt habe ich einen richtig guten Grund, die zu überfahren. Ich warte hier vor dem Dingens mit meinem Auto. Und wenn die kommen, überfahre ich die alle einfach, Digga. Da kommen ja so 100 Leute raus auf denen, weißt? Das könnte eigentlich richtig nice werden. Jetzt heißt es abwarten und Chai trinken, Bruder. Ist mir scheißegal, wie lange das Event dauert. Ich stelle mich jetzt hier hin. Warte mal. Wo ist der Eingang, Digga? Hier vorne, ne? Das ist richtig tot hier. Meinst du, ich kann hier irgendwie diesen Huren hier wegmachen? Boah, Bruder, jetzt ist perfekt. Ein Mann, ein Ziel. Na gut. Ihr wollt mich also aus der Bar werfen. Leider habt ihr nicht einkalkuliert, dass ich einen Plan hatte von Anfang an. Ich werde rein in diese Bar. Mit meinem Fuß. Diese Bar soll in euch reingehen, Junge. Mit meinem Auto hier, mit meinem Mini Cooper, mein Izzy, so wie er hier steht, Bruder. Och, wer mit diesem dicken Spoiler. Ich werde in euch reinfahren, Digga. Ihr werdet so auf dem Boden verschmiert sein. Wisst ihr, was ich meine? Ihr hättet niemals mit mir ficken sollen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich glaube, es ist soweit. Fickt euch schon den scheiß Boxkampf! Nein! 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 Ich wurde instant gebannt! Nein! Naja, was ich zu diesem Zeitpunkt nicht verstanden habe, ist, dass ich nicht gebannt wurde, sondern gekickt wurde. Und was das heißt, seht ihr dann im nächsten Video. Ja. Was geht?
fuck with your butt.